Weißt du wen? Wir sind die Verstärkung. Korn schickt uns. Bleib zurück! Mann, wenn wir hier wären, um dich zu töten, wärst du schon längst erledigt. Ach, Freunde. Gott sei Dank. Wir, also, wo ist die Armee? Wir sind die Armee. Was? Nur ihr zwei? Die wollen mich wohl loswerden. Irgendwie glaube ich das langsam auch. Bleib ruhig hier und lass dich zum Metallschädelfutter verarbeiten. Aber Dexter und ich hauen ab, bevor diese Monster zurückkommen. Hey, danke, Jungs, dass ihr mich da draußen am Tagebau gerettet habt. Und dir vielen Dank, dass du so ein mieser Schütze bist. Ja, tut mir echt leid, Jungs. Ich bin ein bisschen nervös in letzter Zeit. Nervös? Jetzt übertreibst du. Da, ein Metallschädel! Was zum... War ein Scherz. Hast aber klasse Reflexe. Sehr witzig! Diese Metallschädel greifen ständig unsere Minen an und uns geht das Echo aus. Die Echo-Energie hält die Schutzschildwände der Stadt intakt. Und wenn das Schutzschild nachlässt, tja, dann würde ich sagen, gute Nacht. Ich habe ein paar Überraschungen für die Metallschädel. Ihr müsst die Schutzwände aufrechterhalten, bis der Schatten eine Lösung findet. Meine Messwerte zeigen einen Abfall des Echo-Flusses an der Bohrplattform. Bestimmt zapfen ein paar Metallschädeleier die Energie an. Mit dem Warp-Tor kommt ihr zur Plattform. Ihr müsst alle Metallschädeleier zerstören, die ihr finden könnt. Vin, Kumpel, du musst uns helfen. An eurer Echo-Rechnung kann ich nichts drehen. Schalte bitte für uns den Zugangsaufzug in einem der Stütztürme des Palastes ein. Was? Der aus dem alten Energienetz der B-Zone? Der tut schon ewig nicht mehr. Na, verstehe schon. Ist dir zu schwierig. Der Energiekram ist ja nicht ganz ohne. Schwierig? Ich könnte die Leitungen der B-Zone in das Nebennetz umlegen. Kreise überbrücken und die Induktorrohre in Serie schalten. Dann zurück durch die Isolatorhebung. Und über die Resonanzflussleitung zur Kondensatorkette Nummer 5. Wenn der Stromkreis im GX75B die Spannung aushält, könnte ich die Phasenspiralleitung an die Primärleitungen anschließen. Und voilà, habt ihr euren Saft. Vin, du bist genial. Eigentlich war Ma das Genie. Das meiste davon hat er schon vor langer Zeit installiert. Das Schutzwandsystem, das Echo-Netz. Egal. Um diesen Aufzug in Bewegung zu setzen, müsst ihr all die alten Energiekisten der B-Zone in der Stadt finden und aktivieren. Es gibt 5 davon. Klingt nicht allzu schwierig. Nö. Die Energiekisten sind ja auch nur von Turbokanonen mit Bewegungssensoren gesichert. Wenn ihr die Kanonen zerstören und die Kisten aktivieren könnt, kann ich den Rest erledigen. Aber sagt dem Baron ja nicht, dass ich euch gesehen habe. Jack! Im Tagebau gibt's immer noch Ärger. Ich glaube, der Baron hat mich reingelegt. Wirklich. Ich glaube, alle wollen mich umbringen. Wovon redest du überhaupt? Die Echo-Schächte, die der Baron uns bohren ließ. Wie es aussieht, wollte er sie nie ins Versorgungsnetz der Stadt leiten. Das ergibt keinen Sinn. Weißt du, offene Echo-Schächte locken noch mehr Metallschädel an. Ihr müsst sie verschließen. Hier, mit diesen Plasmidbomben sollte es klappen. Werft eine in jeden Schacht und die Detonation macht dann den Rest. Hey, sei bloß vorsichtig! Plasmid, hm? Cool! Wie funktioniert das? Ah, ich glaube, die gehört dir! Ah, ist nicht mehr mein Problem! Nein, wirklich, das ist dein... Du bist hier der Held! Nein, Jack ist der Held! Ups, sorry, mein Fehler. Na super, jetzt sind sie alle aktiviert. Nicht bewegen! Andererseits, lauft! Weit weg! Geht durch das Portal und werft eine Bombe in jeden Echoschacht, bevor sie alle losgehen. Und ihr habt bloß 2 Minuten! Hey da, Nervenbündel! Wie läuft's mit dem Krempel? Ich habe gute und schlechte News. Die guten, laut Chor haben wir genug Energie, um die Schutzwände aufrechtzuerhalten. Für den Moment ist die Stadt also sicher. Aber ich weiß nicht, wie lange das System noch hält. Und die Schlechten? Wir haben einen Haufen Metallschädeleier entdeckt, drüben beim Tagebau. Ihr müsst dorthin zurück und versuchen, die Eier zu zerstören, bevor eine neue Armee dieser grässlichen Viecher schlüpft. Vorhin hat der Kran einen großen Metallcontainer hochgehoben. Wenn wir auf den Container springen, könnten wir die Kiste von da oben fallen lassen. Hoch? Springen? Fallen? Wieso gefällt mir das nicht?
Komm schon, Dax. Gehen wir. Ah, kennst du das hier noch? Mir fehlt der gute alte Vin. Ja, war ein super Typ. Leicht irre. Hey, wen nennst du hier irre? Ist es meine Schuld, dass alle hinter mir her sind? Vin! Moment mal, bist du das? Ja, ich bin's. Nee, eigentlich bin ich's nicht. Naja, ich bin ein supergetaktetes Mega-Memory-Biokonstrukt mit mehreren Schichten und Hyperlink, Baby. Hast du irgendwas davon gerafft? Ihr wisst ja, dass die Stadt von den Metallschädeln überrannt wurde. Als sie hier angekommen waren, habe ich mein Hirn rechtzeitig in das Ekonetz eingespeist. Das war extrem großartig, denn hier drin können mich diese Monster nicht kriegen. Oder doch? Gut, Vin. Schön, dass du so was auch immer bist. Ich muss in die verdammte Kriegsfabrik und die Türen sind verschlossen. Wir glauben, dass der Code dafür in diesem System versteckt ist. Ist er? Echt? Positiv. Kannst du ihn besorgen? Negativ. Wieso nicht? Hättest du vernünftige Platinen im Kopf, wüsstest du, dass die Zugangscodes vom Hauptsystem geschützt werden. Uralte, äußerst fiese Schaltkreise. Selbst wir Bitgehirne können da nicht rumfummeln, ohne dass die uns ausschalten. Bring uns einfach hin. Klar, wenn ihr sterben wollt. Wenn's nicht klappt, ein Kumpel hier drin wäre nicht schlecht. Das wäre ein Spaß. Hoffentlich. Oh Gott, hoffentlich. Kommt's nicht so weit. Sobald ihr im System seid, müsst ihr die Hauptsicherung dicht machen. Ihr müsst das System besiegen, um wieder rauszukommen. Sonst werdet ihr vom Echo gegrillt. Alles klar? Okay, Vin Baby. Bring mich rein. Abwarten, abwarten. Okay, Input. Hab den Code. Gute Arbeit, Jack. Habe die Info gerade reinbekommen. Dieser Code öffnet die Türen der Kriegsfabrik. Wir kümmern uns darum und melden uns gleich wieder. Hör zu, Vin, wir haben zu tun. Wir melden uns. Versprochen.